Hallo Lisa. Hey Lukas. Schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, finde ich auch total. Ich wollte mir heute die Party zur Eröffnung des Campus nicht entgehen lassen. Aber muss man wegen 10 Jahren so ein Fass aufmachen? Ja, überleg doch mal, was die letzten 10 Jahre so in der Welt passiert ist. Die Digitalisierung hat sie radikal verändert und die Makromedia war mit ihren Studiengängen immer mittendrin. Ja, mit ihren Projekten vor allem, oder? Ja, genau. Also du arbeitest mit echten Unternehmen zusammen und die geben dir direktes Feedback und das motiviert natürlich total. Und für den Lebenslauf ist es natürlich auch super. Ja, also ich finde schon auch, die Projekte sind das Beste im Semester. Wir drehen dann immer einen Film, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was die Medienmanager machen oder was die Journalisten für Projekte haben. Hier kommt mein persönliches Best-of. München zeigt Gesicht. Eine tolle Plakatkampagne für die Stadt München. Persönlich promoted von dem damaligen Oberbürgermeister Christian Ude. FC Bayern München. Fankultur auf Facebook. Analysen und Empfehlungen präsentiert in der VIP-Lounge der Allianz Arena. Die Blogs der Journalistikstudierenden. Evangelischer Kirchentag. Ski-WM. Viele fragen mich, woher ich einfach dieses fundierte Fachwissen habe. Das kommt alles von pistenblogger.com. Dogfest. Hallo und herzlich willkommen zum DocBlog 2015. Berlinale, alle mit offiziellen Blogs der Makromedia. Ja, und dann natürlich die ganzen Apps. Gerade im Bereich Automotive fallen mir ein paar ein. Die Carpooling-App DriveMe. Die Parkplatzvermittlung SnapGat, das war noch eher Web 2.0, aber mittlerweile Ideen zu Connected Car für Mercedes-Benz Consulting, Konzepte für den finnischen Dienstleister Atoll. Das ist Internet 4.0. Der Finanzvorstand kam zur Präsentation extra aus Finnland und war begeistert. Fresh ideas, good points, good comments. Wirklich komplex wird es bei den Masterstudierenden. Start-up-Kultur weltweit für die Unternehmensberatung Ernst & Young. Ja, und wo sich unsere Studiengänge dann treffen, das sind die neuen Kameratechnologien. Eye-Tracking, ein mega Analyse-Tool für Werbeentwicklung, aber auch für die Optimierung von Bewegungsabläufen. Makromedia kooperiert mit dem schwedischen Weltmarktführer Tobii. 360-Grad-Kameras. Zur Entwicklung von videobasierten Trainingsmethoden kooperieren wir mit dem norddeutschen Regattaverein. Und deren Segler haben bei der Olympia gerade Bronze geholt. Virtual Reality, ein riesiges Potenzial für die Spiele- und Bildungsindustrie. Unsere Studierenden experimentieren schon eifrig. Und dann die Drohnen. Nicht nur ihr Film- und Fernsehstudierenden lernen, wie man die fliegt. Das können an der Hochschule Makromedia auch Journalisten und Medienmanager. Wow, sehr coole Projekte, sehr coole Partner. Aber da habe ich auch ein paar im Petto. Zum Beispiel FC Bayern München. Haben wir auch im Portfolio. Auftragsarbeit für Stadt und Verein. Und was Autos angeht, kennst du People's Car? Bei Volkswagen war man begeistert. Für Opel haben Designer den Astra ins rechte Licht gesetzt. In einem Imagefilm für Bosch ging es um die Einführung neuer Tools für die weltweite Vernetzung. Die Makromedia hat einen MOOC produziert zum Thema Design Thinking im Jahr 2013 und da hatten wir im ersten Durchgang schon 30.000 Teilnehmer weltweit. Und für lokale Kooperationspartner entstehen so tolle Sachen wie diese Hommage an das digitale Druckerhandwerk. Richtig krass sind übrigens die ersten Arbeiten, die jetzt in 4K gedreht wurden. Und dank einer Kooperation mit dem Unternehmen HD Plus konnten jetzt schon 2 Makromedia-Filme in dieser Qualität abgedreht werden. Einer davon ist der Krimi Keta Pan. Der ist von Skype co-produziert und wird dort als Serienpilot laufen. Das sind ja richtig spannende Projekte. Ja, langweilig ist es nicht bei uns. Und wenn jetzt erst die Projekte von den ausländischen Unis dazukommen, dann wird es ja richtig spannend, oder? Die Drittsemester gehen ja mittlerweile standardmäßig ins Ausland. Nach Sevilla, nach San Diego, nach Seoul. Ich glaube, die Makro hat mittlerweile überall auf der Welt Partnerhochschulen. Dann bin ich mal gespannt, welche Projekte uns in den nächsten 10 Jahren erwarten und welche Technologien dabei eingesetzt werden. Ein kleiner Vorgeschmack
ist der Film Remember the Future. Der hat damals den Macromedia Future Award gewonnen. Also, dann würde ich sagen, auf ins nächste Jahrzehnt. Ja, mal schauen, ob wir dann noch real auf dem Campus sind. Oder ob wir uns schon in irgendwelchen anderen Welten treffen. Who knows? Servus. Vierte. Ciao. Tschüssi.